Normalerweise ist das jetzt der Punkt, wo wir hier im Landtag verschiedene Aussteller und Ausstellerinnen haben, einmal kurz Hallo sagen können, ins Gespräch kommen. Viele aus NRW, die sich eben mit den Themenfeldern Medienpädagogik und Medienkompetenz beschäftigen. Das haben wir heute natürlich nicht vor Ort, aber wir haben es zumindest digital vorbereitet. Und zwar, um zu erfahren, was dann am Nachmittag passiert. Viele haben auch extra Angebote für heute vorgestellt. Wir haben nicht unfassbar viel Zeit in diesem Speed-Dating. Der Name lässt es schon vermuten. Von daher haben wir eine Auswahl getroffen und schalten da jetzt direkt einmal rein. Wer den ganzen Überblick haben will, schaut gerne einfach auf tdm.nrw vorbei. Genau, ich habe die erste Person, mit der ich heute spreche, und das ist Jendrik Peters vom Landesverband der Volkshochschulen NRW. Können Sie mich hören, Herr Peters? Ich kann Sie sehr gut verstehen. Großartig, ja. Großartig. Erzählen Sie uns doch gerne mal, was es heute bei Ihnen für ein Angebot geben wird und an wen sich dieses Angebot auch richtet. Ja, vielen Dank. Es gibt über 900 Volkshochschulen in Deutschland und allein in NRW 133. Und wir kennen ja verschiedene Lernmanagementsysteme wie zum Beispiel Moodle oder Elias. Und die Volkshochschulen haben sich gedacht, wir brauchen ein eigenes, nämlich die sogenannte VHS Cloud. Und das würde ich gerne in dem Live-Angebot vorstellen. Was verbirgt sich hinter der VHS Cloud? Welche Sicht haben Teilnehmende da drauf, aber KursleiterInnen und pädagogische Mitarbeitende? Welche verschiedenen Lernszenarien kann man dort umsetzen? Und das darf ich heute als Mitarbeiter der VHS Lengerich für den Landesverband vorstellen. Ein Live-Einblick. Das heißt, es richtet sich vor allem an Menschen, die schon studieren und Menschen, die im Unikontext arbeiten. Ist das richtig? Es richtet sich an Bürgerinnen und Bürger, die einfach mal sehen wollen, dass eine Volkshochschule auch digitale Sachen machen kann. Es richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen, die vielleicht selber überlegen, in irgendeiner Form ein Lernmanagementsystem einzuführen und ein anschauliches Beispiel brauchen. Aber auch an potenzielle Kursleitende, die vielleicht noch nicht denken, dass eine Volkshochschule eine eigene Cloud hat. Inwiefern wird das Programm interaktiv sein oder ist es mehr, dass die Teilnehmenden erstmal zuschauen und es wird was geben, wo sie quasi mitlernen und mitschreiben können? Also mit Lernen und mit Schreiben kann man, glaube ich, immer. Es wird ein Live-Einblick sein, gespickt mit ein paar Grundlagen der Online-Moderation. Welche Rolle muss ich da eigentlich so einnehmen? Welche Rolle spielt Technik, Didaktik im Aufbau eines Kursraumes? Das wird damit einfließen. Super, vielen lieben Dank. Dann würde ich weitermachen mit der nächsten Person. Das ist Karin Lachmann von der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken. Frau Lachmann, in Ihrem Projekt geht es ums Programmieren. Was genau passiert da, wenn ich teilnehme und an wen richtet sich dieses Angebot? Jetzt ist die Frage, ob Frau Lachmann mich hören kann. Wenn nicht, dann machen wir weiter mit der nächsten Person. Frau Lachmann, sind Sie es? Hallo. Großartig. Haben Sie meine Frage mitbekommen? Nein, ich bin dann gerade eben erst rein. Gar kein Problem, dann stelle ich sie Ihnen gerne nochmal. Und zwar geht es in Ihrem Projekt ja ums Programmieren. Und ich würde gerne wissen, was da genau passiert, was können die Teilnehmenden erwarten und vor allem an wen richtet sich dieses Angebot auch? Also das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus unserem Qualifizierungsprogramm für Bibliotheken in 30 Tagen um die Welt. Wir haben digitale Reisekoffer gepackt zu drei verschiedenen Themen. Einer davon ist Robotik und Programmieren. Die Bibliotheken bekommen den für 30 Tage diesen Koffer zur Verfügung gestellt, bekommen einen Auftaktworkshop mit einer Medienpädagogin und können dann mit Selbstlernmaterialien selber sich die Inhalte erarbeiten. Jetzt richtet sich das eigentlich an jedermann heute. Man kann jetzt mal 90 Minuten reinschnuppern in ein Thema. Frau Wiegand, unsere Medienpädagogin, wird zeigen, wie man mit Scratch programmiert und auch so ein bisschen am Anfang erklären, wie funktioniert überhaupt ein Algorithmus und was macht so ein Computer eigentlich. Was ist die eine Sache, die die Menschen mitnehmen werden, wenn sie hier rausgehen, nachdem sie die Stunde mitgenommen haben bei ihrem Angebot? Sie können dann auf jeden Fall selber ein kleines Spiel programmieren. Das ist ein großes Erfolgserlebnis, denke ich. Und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis, wie tickt so eine Maschine, ein Computer eigentlich und was genau kann er eben nicht. Großartig, vielen lieben Dank. Dann machen wir weiter im Speed-Dating mit Julia Söffner von der Pacemaker-Initiative. Frau Söffner, Sie stellen Ihre Erfahrungen von Ihrer Arbeit bei der Initiative aus den letzten 3 Jahren vor.
Was genau müssen wir uns unter Pacemaker vorstellen und was können die Teilnehmenden auch erwarten, wenn sie nachher um 3:30 bei Ihnen dabei sein werden? Ah, Sie sehen, wir sitzen hier zu zweit und für sowas übergebe ich das Wort an meinen wunderbaren Kollegen Herrn Michels, der einfach die größere Rampensau ist. So. Ja, hallo. Wir von der Pacemaker-Initiative, Julia und ich, wollen heute mit Ihnen einmal vorstellen, wie die Transformation im digitalen Raum in Schulen funktionieren kann. Wir stellen dabei unsere Arbeit vor, wie wir damit vorgehen werden. Wir geben Ihnen einen kleinen Überblick über die verschiedenen Angebote, die wir auch dann online frei zur Verfügung haben für interessierte Schulen und wollen einfach mal offen mit Ihnen ins Gespräch gehen und vielleicht kann jeder ein bisschen für sich, seine Schule und seine Situation was mitnehmen. Können Sie beschreiben für uns jetzt schon mal als so kleine Sneak Peek, was denn aus den letzten 3 Jahren die größte Erkenntnis ist, die Sie mitnehmen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die größte Erkenntnis ist, dass es an den vielen Schulen dann immer doch immer sehr viel spezieller ist, als man denkt und es an manchen kleinen Hürden und Stellschrauben hängen kann, manchmal an der Haltung von Lehrkräften, manchmal an dem Internet, das nicht funktionieren möchte. Wir wollen aber positiv gehen. Wir teilen vor allem unsere Erfahrungen, wie die Partizipation von SchülerInnen, im neuesten Fall auch vielleicht von den Trägern, den verschiedenen Kommunen und auch von externen Partnern wie Hochschule und anderen Zivilgesellschaften funktionieren kann. Wir geben vielleicht einen Einblick über unser Angebot der digitalen Klassenfahrt, wie man zum Beispiel auch im Distanzlernunterricht Medienkompetenzen fördern kann. Digitale Klassenfahrt, da würde ich direkt nochmal nachfragen, was genau können wir uns darunter vorstellen? Ja, die digitale Klassenfahrt ist ein virtueller Aufstieg in das Gebirge und vor allem richtet sich das an Schulgruppen mit, die keine gute Infrastruktur zu Hause haben und trotzdem irgendwie Beziehungsarbeit gefördert werden soll. Und das ist ein Planspiel für Lehrkräfte, um die eigenen digitalen Medienkompetenzen zu fördern, als aber auch die an Seiten der SchülerInnen. Und wir hatten ganz viel Spaß gemeinsam, das zu erstellen. Und wir wissen auch schon, dass auch sehr viele SchülerInnen damit sehr viel Spaß haben werden. Mehr dazu dann gerne in unserer Session. Großartig, vielen Dank für die Vorstellung. Dann sprinten wir direkt weiter zu Herr Müskens von der Landesanstalt für Medien. Herr Müskens, es gibt gleich 3 Angebote von Ihnen, von der Landesanstalt für Medien. Dann einmal im Schnelldurchlauf. Worum geht's? Ja, ich gebe mir Mühe. Tatsächlich sind wir, was uns sehr freut, mit 3 Angeboten gleich dabei. Im ersten Angebot Eltern und Medien, so starten Kinder und Jugendliche selbstbestimmt und fair in die digitale Zukunft. Das ist ein Angebot für Eltern in erster Linie, aber alle anderen Interessierten können natürlich auch gerne teilnehmen. Da erhält man einen Überblick über die digitalen Medienwelten von Kindern und Jugendlichen. Themen sind unter anderem Klassenchat und WhatsApp, Vorbilder im Netz, die berühmten Influencer, Informieren im Netz. Und das ist uns eben auch wichtig. Die Teilnehmer erhalten eben konkrete Tipps zu Medienerziehung und wir stellen passende Angebote vor. Das zweite, da wird es praxisnah und auch sehr, sehr spannend. Die Medienbox NRW, die digitale Werkzeugkiste für eure Meinung in Bild und Ton. Es ist ja so, dass eigentlich heutzutage jeder von uns mit einem Mausklick seine Meinung im Netz veröffentlichen kann. Aber aufgrund der Vielfalt und Vielzahl ist es da gar nicht so leicht, überhaupt wahrnehmbar zu sein. Und deshalb brauchen die Beiträge eigentlich eine gewisse Qualität. Und da kommt genau unsere Medienbox ins Spiel. Sie vermittelt eben mit Videos und interaktiven E-Learnings da eben Tipps, wie Beiträge professionell aufbereitet werden müssen. Und darum geht es eben auch in diesem Angebot. Da geht es ums Ausprobieren der Medienbox. Jeder kann mitmachen. Es gibt zahlreiche Praxistipps, wie man eigene Beiträge professioneller erscheinen lassen kann. Und dieses Angebot richtet sich an alle Interessierten. Also da kann wirklich jeder, auch gerne jüngere Nutzer teilnehmen. Jetzt nicht unbedingt im Grundschulalter, aber ab 16, 17 ist jeder gerne willkommen. Das letzte Angebot von uns, auch sehr spannend, wie ich finde, von den Medienscouts NRW. Mitschülerinnen und Mitschüler begleiten euch sicher in die digitale Zukunft. Die Medienscouts ist ein Projekt von uns für Schulen in NRW, wo Jugendliche eben andere Jugendliche beraten. Und das ist eben genau auch dieser Workshop, der wurde von den jugendlichen Scouts selbst geplant und organisiert und durchgeführt. Konkret sind das eben die Medienscouts vom Gymnasium St. Mauritz in Münster. Die geben eben Einblick in ihre Tätigkeiten und stellen eben ganz, ganz praxisnah ihre Arbeit und ihre Tätigkeiten als Scouts vor. Und die Zielgruppe sind hier eben auch Schülerinnen und Schüler, weil es eben auch ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche ist. Aber natürlich auch da können Lehrkräfte und andere Interessierte selbstverständlich gerne auch teilnehmen. Bei welchem Angebot kann ich mich am ehesten zurücklehnen und erstmal Input aufnehmen? Bei welchem kann ich am ehesten mitmachen und selber was erleben oder vielleicht auch tun während des Workshops?
Also ich denke, bei der Medienbox NRW ist auf jeden Fall hands-on angesagt. Da geht es wirklich darum, dass man auch wirklich eigene Beiträge erstellt und aktiv wird. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass man sich in den anderen Workshops nur zurücklehnen kann. Auch da ist Zeit zum Ausprobieren. Aber da geht es eben auch darum, dass wir dann wirklich auch passende Angebote vorstellen und man natürlich überall auch mit uns in den Diskurs und Austausch gehen kann. Super, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Dann machen wir weiter mit Christine Ketzer von der LAG Lokale Medienarbeit NRW. Frau Ketzer, Sie vertreten auch noch Herr Felling heute, aber erst mal die Frage an Sie. Ich verrate nämlich schon mal an alle, die zuschauen hier vor den Bildschirmen. Es geht um einen Film, vor allem bei Ihrem Angebot. Was können Sie uns dazu verraten? Genau, wir haben eine Produktion, die wir gleich vorstellen, die hat der Kanal 21 in Bielefeld produziert. Und da geht es darum, dass wir ein Projekt vorstellen, das heißt Digital dabei. Da geht es darum, dass junge Geflüchtete durch aktive Medienarbeit partizipieren können. Und da sind 14 Mitgliedseinrichtungen in ganz Nordrhein-Westfalen verteilt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten für die jungen Geflüchteten, sich einzubringen und zu engagieren. Das können einerseits Grundkenntnisse in der Computernutzung sein, das können aber auch eben selbstproduzierte Filme sein. Und in unserem Beitrag, den wir gleich zeigen werden, werden wir diese Projekte vorstellen, beziehungsweise Ausschnitte aus diesen Projekten. Und die jungen Geflüchteten können sich halt auch über die Medien damit ihrer eigenen Perspektive beteiligen und so einfach auch ein Stück dazu beitragen, dass die Partizipation, der Austausch mit den Einheimischen sich verbessert. Kurze Rückfrage direkt dazu. An wen richtet sich jetzt dieses Angebot rund um den Film? Der Film dokumentiert im Prinzip das ganze Projekt, was seit 2016 eben läuft. Das machen wir, wie gesagt, gerade mit 14 Mitgliedseinrichtungen. Es ist, glaube ich, ein guter Anreiz für die Menschen, mal zu schauen, was kann man mit jungen Geflüchteten alles an tollen Projekten an den Start kriegen und vielleicht auch junge Geflüchtete selber dazu motivieren, sich noch stärker mit den Medien auseinanderzusetzen und da vielleicht auch ein bisschen Mut zu haben, Medien zu nutzen und nicht nur zu konsumieren, sondern aktiv teilzuhaben und halt auch ihre eigene Meinung in die Öffentlichkeit zu bringen. Großartig, vielen Dank. Ich habe gerade schon gesagt, dass Sie auch hier Herr Felling einmal vertreten, der beim Kinder- und Jugendschutz NRW arbeitet und der ein Online-Podium moderiert, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das jetzt heute auch moderiert ist, wird auf jeden Fall stattfinden. Worum geht es dabei? Genau, Herr Felling ist gleich auf jeden Fall in der Gruppe dabei zu moderieren. Das Netzwerk Medienpädagogik NRW, das ist ein Zusammenschluss aus 6 landesweit tätigen Einrichtungen. Das ist einerseits eben die AJS, die GMK, die FJMK, die Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes in Remscheid und das JFC Medienzentrum und natürlich wir, die LAGLM. Und wir werden digitale Tools in der Jugendmedienarbeit vorstellen und haben Kurzimpulse vorbereitet. Also jede Einrichtung wird einen kurzen Beitrag leisten. Und das gibt, glaube ich, einen ganz guten Einblick, was vor Ort gerade in der Jugendmedienarbeit passiert. Die LAGLM, also wir werden Social Media für alle, haben wir es genannt, vorstellen. Bei uns geht es darum, Social Media Angebote wirklich für alle nutzbar zu machen. Und das geht mit ganz einfachen Tipps, die wir zusammengestellt haben. Wir nennen das Tooltip. Und wir haben auch verschiedene Medien zusammengestellt, verschiedene Methoden. Das ist Projekt Plus, nennt sich das. Und wir zeigen, wie auch Menschen mit einer Beeinträchtigung Social Media mit diesen Tipps besser nutzen können. Und wenn Sie zum Beispiel eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung haben, trotzdem daran teilhaben können. Und wir zeigen, wie das geht. Für wen ist denn dieses Angebot, dieses Online-Podium besonders interessant? Was würden Sie sagen? Ich glaube, es ist auch für alle interessant, einerseits um zu lernen, wie man eben Social-Media-Beiträge etwas barrierefrei oder barrierearm gestalten kann. Und die anderen Kolleginnen und Kollegen aus den Einrichtungen werden auch viele kreative Sachen vorstellen, Methoden vorstellen, wie wir halt vor Ort in der Jugendmedienarbeit Tools einsetzen können, damit wir auch, wenn wir uns nicht physisch treffen können, gemeinsam zusammen sind. Also sowohl an Fachkräfte als auch an Jugendliche, vielleicht auch Menschen mit Beeinträchtigungen, die sind gleich sehr gut aufgehoben bei uns.
Großartig, vielen Dank. Zwei tolle Projekte. Sehr gerne. Wir machen direkt weiter mit Jan-Frederik Demmer, der bei Digicomp NRW arbeitet. Herr Demmer, Ihr Angebot richtet sich vor allem an Studieninteressierte und an Studieneinsteiger und Einsteigerinnen. Worum geht es dabei genau? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, also wir haben ja jetzt alle in der Pandemie sehr früh gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass man digitale Werkzeuge und digitale Methoden sicher erlernen und benutzen kann. Und da richten wir uns mit einem Online-Lernangebot an die Studienanfänger und die Studieninteressierten und haben da jetzt für den heutigen Tag schon mal erste Materialien vorbereitet, die über das Moodle unserer Universität, der Bergischen Universität Wuppertal, jetzt zur Verfügung stehen. Wie können wir uns das genau vorstellen? Ganz konkret, ich wäre zum Beispiel kurz vor meinem ersten Semester, ich möchte Anglizistik studieren an Uni XY in NRW. Was genau muss ich jetzt erwarten, wenn ich noch nie im Kontakt mit einer Uni war, zumindest nicht face-to-face? Ja, also geplant ist es so, dass Sie dann in Zukunft als erstes bei Orca NRW landen. Das ist die geplante Online-Lernplattform für alle Studierenden in NRW. Und da werden Sie dann unter anderem auf Kurzmaterialien aus unserem Projekt stoßen. Das heißt quasi ein Voreinblick auf alles, was kommen könnte, um da einmal reinzudippen. Vielen lieben Dank. Dann machen wir weiter mit Christina Lüdecke vom WDR. Bei Ihrem Angebot geht es um das Programmieren mit der Maus. Als ich diesen Titel gelesen habe, war ich erstmal so, okay, und was bedeutet das jetzt genau? Wir kennen die Sendung mit der Maus vermutlich alle. Was können wir uns unter dem Programmieren mit der Maus vorstellen? Ich kann Sie gerade noch nicht hören. Ich weiß nicht, ob das an mir oder ob das an Ihnen liegt. Können Sie mich denn hören? Wenn ja, geben Sie mir einen Daumen hoch. Großartig! Ich könnte versuchen, Lippen zu lesen. Das schaffe ich noch. So, ach, hören jetzt. Sie mich jetzt? Großartig. Jetzt haben wir es hingekriegt. Okay. Programmieren mit der Maus ist ein Programmierangebot für Kinder ab 8 Jahren. Die Maus erklärt den Kindern Schritt für Schritt, wie Programmieren funktioniert. Und die Kinder lassen dabei dann Figuren aus der Mauswelt tröten, tanzen oder fliegen. Das Ganze kann man in der Freizeit nutzen, aber man kann das auch super im Unterricht einsetzen in der Grundschule. Das Ganze basiert auf Scratch. Das ist die visuelle Programmiersprache für Kinder, die auch vom NRW-Schulministerium empfohlen wird für den Einsatz im Grundschulunterricht. Das ist eine Open-Source-Software. Aber das ganze Programmieren mit der Maus basiert zwar darauf und benutzt diese visuellen Programmbefehle, aber es spielt sich eben in der Mauswelt ab. Das heißt, die Maus erklärt und die Kinder programmieren, was die Maus tun kann. Und das ist natürlich total motivierend. Das Ganze ist geeignet, wenn man es im Unterricht einsetzt, auch für Lehrkräfte ohne jegliche Vorerfahrung im Programmieren, denn die Maus erklärt es und es gibt zusätzlich auch einen ganzen Berg von Unterrichtsmaterial, was kostenfrei verfügbar ist, was die Lehrkräfte im Unterricht einsetzen können und was auch einsetzbar ist, wenn man keine eigene Programmiererfahrung hat. Und wer das kennenlernen möchte, der kann jetzt gleich in diesen Workshop kommen. Ich würde da noch mal eine Nachfrage stellen, für wen genau ist es denn jetzt? Also klar, für alle, die es kennenlernen möchten, aber vermutlich eher nicht für Kinder, sondern die, die es nachher mit den Kindern zusammen machen, richtig? Genau, also der Workshop richtet sich an
Lehrkräfte, aber auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der UGS, denn man kann es auch im offenen Ganztag gut einsetzen, an Medienpädagoginnen aus anderen Einrichtungen, Medienpädagogen oder ganz einfach an Eltern, die Lust haben, mit ihren Kindern zu programmieren und die da einmal reinschnuppern möchten. Im Anschluss an den einstündigen Workshop bieten wir noch ein offenes Angebot an, denn der WDR hat über Programmieren mit der Maus hinaus noch einen ganzen Berg von anderen Medienkompetenzangeboten und deshalb halten wir die Leitung offen, auch für Interessierte, die jetzt vielleicht zunächst zwischen 15:30 und 16:30 an einem anderen Workshop teilnehmen möchten und trotzdem was wissen möchten über die Medienkompetenzangebote des WDR. Die können sich einfach auch später einwählen und denen bieten wir einen individuellen Dialog über ganz unterschiedliche Medienkompetenzangebote an. Großartig, vielen Dank. Eine Mischung aus Nostalgie und Programmieren gibt es also in diesem Workshop. Wir machen weiter mit Harald Gapski vom Grimme Forschungskolleg. Herr Gapski, als ich die Beschreibung Ihres Angebots gesehen habe und gelesen habe, dachte ich direkt an den Film, an die Serie Black Mirror. Worum geht's bei Ihnen? Ja, wir unternehmen eine Reise und zwar eine Reise. Zunächst könnte man beginnen mit der Stadt Zhuzhen in China, nämlich dort erhalten Menschen in Zeiten von Corona individuelle Punkte für ihr Verhalten, für freiwillige Hilfeleistungen, das Befolgen von Isolationsmaßnahmen beispielsweise bekommen sie Punkte, für Verstöße gegen Hygieneregeln und die Verbreitung von Falschinformationen werden Punkte abgezogen. Unklar ist, ob diese Punkte beispielsweise in das nationale chinesische Social Scoring System einfließen. Aber natürlich spielen Daten und Algorithmen in diesem ganzen Zusammenhang eine große Rolle. Aber auch in der westlichen Welt entscheiden ja Punkte über Kreditvergaben, über Bildungschancen, über Versicherungen, über Einreisen, ja sogar auch darüber, ob Sozialarbeiter in eine Familie etwa hineingehen, wenn diese einen hohen Risk Score haben. Professor Stefan Packert und ich von der Universität Köln wollen zwei Projekte des Grimme Forschungskollegs kurz vorstellen auf Zoom und dann gemeinsam mit Ihnen diskutieren. Das erste ist Superscoring und die Frage, ob die Vermessung dieser sozialen Welt und die Zusammenführung einzelner Scores zu einem neuen gesellschaftlichen Steuerungsmodell werden könnten. Und da kommen natürlich diese angesprochenen Science-Fiction-Projektionen ins Spiel, wie Sie diese Netflix-Serie Black Mirror ja aufgegriffen haben. Aber gibt es vielleicht auch dort Ideen for Better Tomorrow? Und das zweite Projekt fragt konkret nach Bildungsaspekten in diesem Zusammenhang. Also etwa, wenn am Tag der Medienkompetenz viel über Medienkompetenz gesprochen sind, die Freiheit, Selbstbestimmung, Handlungsfähigkeit eines Einzelnen definieren, müssen wir auch noch über andere Kernbegriffe in diesem Zusammenhang sprechen, die wir zurzeit versuchen, in einem Glossar der digitalen Souveränität zusammenzuführen. Und dieses Glossar beginnt beispielsweise mit dem Buchstaben A wie algorithmisches Denken, B wie Big Data Literacy oder C wie Computational Thinking. Vielleicht müssen wir auch zukünftig sowas unter dem Buchstaben S wie Scoring-Kompetenzen einführen. Darüber möchten wir diskutieren, darüber möchten wir einen Austausch haben und fragen, was das mit A Better Tomorrow zu tun hat. Würden Sie sagen, inhaltlich geht es da eher um Dystopie oder um Utopie? Ja, um beides. Also eine gewisse Einschätzung dessen, was gerade passiert in einer algorithmisierten und datafizierten Welt, aber auch natürlich um die Frage, welche Rolle digitale Souveränität, welche Rolle Bildung realistischerweise spielen kann oder ob es, wie auch heute schon angesprochen wurde, eine gewisse Überforderung auch des Einzelnen darstellt, all diese Aspekte mit zu berücksichtigen. Wie können wir uns diese Diskussionsrunde gleich vorstellen? Das heißt, alle werden bei Zoom oder Ähnliches sein, man spricht miteinander, es gibt ein bisschen Input. Ist es so gedacht, dass jeder wirklich auch partizipieren kann? Ja, Professor Packert und ich haben einen Zoom-Raum reserviert. Wir werden also dort zunächst einmal einen Einstieg geben, eine Reise, eine verschiedene Projekte und Aspekte dort vorstellen und dann die Diskussion öffnen. Und wir hoffen eben auf möglichst regen Zuspruch und Beiträge.
Großartig, vielen Dank, Herr Gapski. Ich würde weitermachen mit dem letzten Angebot, was wir hier in der Runde vorstellen können und wollen. Und zwar ist das von Susanne Philipp, die vom Elterntalk NRW ist. Frau Philipp, wie der Name auch schon verrät, Elterntalk NRW, es gibt gleich einen Talk. Für wen ist der und worum geht's inhaltlich? Ja, hallo. Elterntalk NRW ist ein Format für eine etwas andere Zusammenarbeit mit Eltern, als es so ein klassischer Elternabend ist. Und das wollen wir eben nachher in unserem Workshop ausprobieren. Wir wollen mit unseren Teilnehmenden talken zum Thema Smartphones. Elterntalk, das sind moderierte Gesprächsrunden im privaten Rahmen. Das ist ein klassisches Peer-to-Peer-Setting, also Eltern sprechen mit Eltern über Erziehungsfragen. Sie bringen eigene Erfahrungen und Wissen ein und die Eltern sind dann die Experten und Expertinnen in eigener Sache. Und im Mittelpunkt steht der ergebnisoffene Erfahrungsaustausch. Diese Runden, die werden begleitet von geschulten Moderatorinnen, die einen Wissensvorsprung haben, aber keinen Vortrag halten. Also Elterntalk ist kein Vortrag. Diese Gesprächsrunden, die finden in sehr wertschätzender und respektvoller Atmosphäre statt. Und dafür sind eben genau diese Moderatorinnen da, die sind dafür geschult. Die Eltern sollen sich dann nämlich, die sollen gestärkt aus einem Elterntalk herausgehen und die sollen sich in ihrem Erziehungsalltag unterstützt fühlen. Die Themen, die wir anbieten bei den Elterntalks, sind lebensweltorientiert. Also dazu gehören eben die Themen Smartphones, Fernsehen, gesund aufwachsen oder auch digitale Spiele. Wir wollen gleich talken zu dem Thema Smartphones. Was noch etwas Besonderes ist an Elterntalk, ist, dass ungefähr die Hälfte der Talks in einer anderen Sprache als Deutsch stattfinden. Im vergangenen Jahr gab es Talks in 12 Sprachen. Und weil eben in der Muttersprache der teilnehmenden Eltern getalkt wird, wird da auch eine Hürde genommen, die oft bei klassischen Elternabenden da ist. Die Moderatorinnen, die sind oft mehrsprachig und dadurch wirkt das Projekt auch interkulturell. Elterntalk erreicht also, und das können wir nach jahrelangen Erfahrungen auch sagen, erreicht Eltern, die von diesen typischen klassischen Elternabenden nicht erreicht werden. Und was wollen wir gleich machen in unserem Workshop? Wir erklären das Prinzip Elterntalk NRW natürlich noch ein bisschen genauer und dann wollen wir eben talken. Weil um das Angebot kennenzulernen, gibt es nichts Besseres, als es selbst auszuprobieren. Wir machen einen Talk zum Thema Smartphones. Und damit möchten wir alle ansprechen, die eine andere Zusammenarbeit der Eltern kennenlernen möchten. Wir möchten alle kommunalen Vertreterinnen ansprechen, für die es auch interessant ist, dieses Angebot, das sehr niedrigschwellig ist, mal kennenzulernen, weil es möglicherweise interessant sein könnte für ihre Präventionsketten. Und eigentlich sprechen wir alle Eltern an mit unserem Angebot. Gibt es denn eine Wunschzielgruppe, wie alt die Kinder dieser Eltern sein sollen? Oder würden Sie sagen, es ist komplett einmal durch die Bank, ganz egal, solange das Smartphone eben als zentrales Thema irgendwie bewegt in irgendeiner Form, man sich dazu austauschen möchte? Ja, wenn wir über Smartphones reden, dann spricht das ja schon die Eltern von ganz kleinen Menschen an. Und die Hauptzielgruppe sind Eltern von Kindern bis 14 Jahre. Aber wir würden da nicht so ganz, ganz klassisch, ganz konkret die Grenze setzen, weil auch für Eltern von 15-Jährigen kann das genauso spannend sein, damit zu machen. Super, vielen, vielen Dank. Das waren alle 10 Talks, die wir jetzt erstmal hier vorgestellt haben. Weitere Infos dazu gibt es natürlich auf tdm.nrw.